Das Doppel-XP-Wochenende läuft und es gibt auch schon jede Menge gute Spots und neue Köderkombinationen. Ich bin jetzt knapp eine Stunde hier an dem Spot und es sieht tatsächlich schon richtig gut aus. Wir schauen mal kurz in den Kescher rein. So sieht das aus hier. Anfangs noch primär alles mit Sahne probiert. Sahne in verschiedenen Dips. Hat auch funktioniert, ging auch schon ganz gut los. Und dann ab der Mitte hier der Wechsel auf schwarze Johannisbeere lila. Schwarze Johannisbeere lila läuft wohl auch schon seit ein, zwei Tagen ganz gut. Und da gehen jetzt dann eben auch noch die, ja, ich sag mal, vom F1-Karpfen, Orangi Ogon geht rein, aber auch sowas geht rein. Die Kwolsdorski-Schleie. Und das ist natürlich der Hammer. Also, wenn wir das Teil hier in groß bekommen, die Rekorde haben auch schon gezeigt, es wurden damit auch schon Trophys gefangen, dann ballert das natürlich richtig gut rein und dann lohnt es sich. Frequenzmäßig, jetzt haben wir gerade Nacht, es ging gerade ein bisschen runter, aber auch vorher noch richtig schön im Minutentakt oder mehr als in der Minute. Also die Frequenz ist tatsächlich ganz gut und so soll das natürlich auch sein. Jetzt kann es natürlich sein, dass jetzt gleich so nach einer Stunde so ein bisschen die Frequenz auch abnimmt, vielleicht so nach anderthalb Stunden. Also das ist durchaus möglich. So, ich glaube, da zuppelt aber schon wieder irgendwo was. Genau, rechts außen zuppelt schon wieder was. Also, klassische Stelle ja schon mittlerweile. Vor zwei Wochen ungefähr ging es, glaube ich, ganz gut los hier an diesem Spot. Immer mal wieder natürlich unterschiedlich, je nach Wassertemperatur. Wir haben ja jetzt gerade wieder eine Phase mit normaler Wassertemperatur. Und es klappt trotzdem gut. Also 56,50, beziehungsweise manche stellen sich auch hier hin, weil es vielleicht angenehmer ist, mit 57,50. Aber es ist quasi ja der gleiche Spot. Ich werfe hier einfach, also ohne Clip rein, sondern ich werfe hier einfach nur kurz angetippt, zack, und dann genau hier an diese Kante zwischen dem Grünzeug und den Seerosen. Also hier in diesem Bereich ziemlich genau dahin. Diese Kante ist immer so mein Ziel, maximal vielleicht bis hier oben in diesen Bereich. Und dann reicht das. Also hier entweder Seerosen oder hier genau dieser Kantenbereich. Und da klappt es seit Tagen schon ganz gut. Setup relativ simpel. Ich glaube, da muss man auch gar nicht so viel zu sagen. Ich bin hier immer noch mit meinem Light-Grund-Setup unterwegs. Heißt also hier mit den Winkelpickern. Und machen wir eben auf. Hier die Royal-Picker sind das. Ganz normal mit Pop-Up-Rig, klassisches Pop-Up-Rig. Und hier dann mit Einserhaken und einfach nur Mais. Mais, schwarze Johannisbeere. Black Currant, Mais und dann auch der Dip. Genau das gleiche. Und so auf allen drei Routen. Und es scheint auch, wie gesagt, ganz gut zu funktionieren. Ja, Frequenz ist gut. Jetzt ist natürlich die Frage, geht hiermit vielleicht noch ein bisschen mehr? Und das werde ich als nächstes testen, wenn der Spot jetzt gleich ein bisschen durch ist. Kann ich vielleicht hier noch ein bisschen mehr die Kois triggern? Auch mit einer Köderkombination, also auf schwarze Johannisbeer-Basis. Aber vielleicht noch ein bisschen komplexer, ein bisschen größere Boilies, ein bisschen andere Köderkombinationen. Also das werde ich gleich noch ein bisschen testen, ob da was geht. Futtermischer habe ich bisher noch nicht drin, weil ich den Spot vorher noch mit Sahne angefüttert hatte. Tendenziell waren dadurch natürlich, sind natürlich die Frequenzen für Schleien ein bisschen vielleicht angehoben worden. Und das klappt halt immer noch ganz gut. Aber eine klassische Futtermische können wir gleich gerne zusammenbauen. Dann, hoppala, die nächste, jawohl. Das wäre halt einfach komplett auf Johannis. Also da gibt es, glaube ich, ausreichend Möglichkeiten. Und der nächste. Ja, hat ein bisschen Bock. Gibt es genug Möglichkeiten, die Futtermische eben komplett auf schwarze Johannisbeere einzustimmen. Oh, ein bisschen größer. Ja, gutes Gewicht. Sehr gutes Gewicht. 21.800 XP. Passt doch, kann man machen, gar nicht so verkehrt. Also nehmen wir doch gerne mit. Und wenn da jetzt noch irgendwann die Kwolsdorski-Schleie als Trophy reingeht, das wäre doch der Oberhammer. So, und weiter geht's. Na klar, die Giebel sind natürlich auch da, wie immer. Wir gucken mal in die Futtermische rein.
Also, wir gehen auf das Grundfutter. Wir nehmen natürlich hier in dem Fall einfach das kleine PVA. Man kann einfach auch die Bällchen nehmen, macht keinen Unterschied. Kannst auch einfach hier zack, zack, zack eben reinwerfen, den 1,50 Meter, den man hier auswirft. Das ist ja ganz egal, aber weil es halt praktisch ist, tüdel ich das einfach ins PVA-Netz rein. Ich nehme Mais als Basis. Natürlich, weil wir ja hier eben auch auf Mais sind. Und dann gucken wir mal nach Johannes. Und da gibt es 2-mal schwarze Johannes. Das tun wir natürlich mit rein. Dann schredder ich jetzt hier nochmal ein Boilie mit Johannes. Einen ganz kleinen natürlich, weil das dann günstiger ist. Also dann machen wir einfach hier den normalen Johannes. Machen wir das vielleicht mal 2-mal. So, Crushed Boilie ist immer sehr gut. Auch rein damit in die Futtermische. Und weil wir hier auf Schleie auch sind und weil wir ja hier auch mit Maiskorn angeln, nehmen wir natürlich auch nochmal Maiskorn einfach als Zusatz. Das heißt, wir sind hier auf Schwarze Johannes. Nochmal größere Partikel, die nochmal größere Fische locken. Plus einfach Mais als Basis. Und natürlich Schwarze Johannisbeere. Blackcurrant auch noch hier als Aroma. Und dann haben wir hier 100% Johannes haben wir hier. So, 100% anfertigen. So, PVA gemacht und das machen wir natürlich jetzt gleich auch noch mit rein. Da werden schon die Schleien-Trophies gefangen, sehr gut. Also rein hier in das Netz, 100% Johannes. Und einfach locker ausgeworfen. Genau, einfach hier vorne hin. Wirkradius 2,5 Meter, das heißt, die gesamte Area ist sowieso komplett angefüttert mit dem Aroma. Jetzt geht es natürlich, wie gesagt, weiter. Also nach diesem Spot, nach diesem Test hier an der Stelle, mit der gleichen Aromatik, natürlich auch direkt gegenüberliegend. Also da drüben wird natürlich auch nochmal getestet in dem Bereich. Natürlich auch nochmal da hinten, direkt wo der Eimer steht. Also direkt am Start auch nochmal testen und natürlich dann später mit größeren Boilies oder Pellets auch hinten in dem Bereich, wo vielleicht dann doch eher noch die Kois reingehen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, jetzt hier nach, na gut, jetzt haben wir hier 1:20 mit dem ganzen Schnickschnack, gucken wir mal eben kurz rein. Schauen wir also mal eben, ob das hier sich lohnt. Das sieht auch schon wieder gut aus. 1, 2, 3, 4 Gibbeln nehmen wir natürlich auch noch mit. Dann nehmen wir die Schleie mit. Nach Gewicht sortieren, die kleinste Schleie verkaufen. Karauschen kommen gleich noch mit rein. Spiegelkarpfen waren nicht. Schuppenkarpfen waren immer wieder dabei. Das sieht auch schon ganz gut aus. Also 21 Silber plus. Jawohl, jetzt oben drauf. Also sind wir bei knapp 500 Silber jetzt hier in 1:15 Stunden, würde ich sagen. Kann man machen, ist also schon ganz gut. Was aber natürlich wichtiger ist, gerade jetzt an dem Wochenende, maximale XP. Gute Frequenz, viele Fische mit einem vernünftigen Gewicht. Und gerade wenn man irgendwo noch einen Spot hat, wo eben die Kois reingehen, wo die F1-Karpfen reingehen, dann ballert das natürlich richtig gut rein. Also da kriegen wir richtig viel XP. Übrigens auch eine Möglichkeit, wenn du halt mit den Boilies noch nicht so wirklich unterwegs bist, einfach mal testen mit einem Tauwurm auf F1-Karpfen. Klappt auch immer wieder. So, zack, verkaufen schon mal. Und dann geht es jetzt wieder zum Spot und ich teste weiter. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live auf Twitch ab 19 Uhr. Petri.